Komm auf, Kamerad! Hier schmeckt doch auch besonders hier, ne? Komm gleich. Was darf sein, der Herr? Ein Bier, die Dame. Zero Play. Ganz alleine hier zu wirken? Ja. Was ist denn so traurig? Heute ist ein Grund zum Feiern. Wollen sich mitträgt mit uns und den Mannsbildern von Tischler. Nein, danke, passt das? Sicher. Der Herr des Hauses? Ja. Wo ist er? Das weiß nur Gott. In Frankreich gefallen, haben sie gesagt. Wo? Le Mans. Waren Sie da? Was gibt's dann zu feiern, ha? Huh? Sie waren dabei, als unsere Männer gefallen sind. Wir haben gewonnen. Aber wofür? Fürs Deutsche Reich, Herr Je. Lesen Sie keine Zeitung? Wir haben Großes erreicht da draußen. Im Ernst? Wir haben Geschichte geschrieben. Unter so vielen Entbehrungen. Und unzähligen Märschen, Hitze, Kälte, Regen und gefährlichen Gefechten. Haben das Vaterland verteidigt. Unser Deutschland. So weit ist also das große Werk vollendet, welches durch siebenmonatige siegreiche Kämpfe errungen wurde, schrieb die Zeitung heute, also am 8. März 1871. Und weiter? Dank der Tapferkeit, Hingabe und Ausdauer des unvergleichlichen Heeres in all seinen Teilen. Und ich bin eins davon. Ein Teil vom großen Ganzen, von Preußen und jetzt von Deutschland. In diesem Jahr 1871 entsteht in Europa eine neue Großmacht. Schon zuvor, durch unseren Sieg über Österreich 1866, beäugten unsere Nachbarn die Entwicklung Preußens mit Argwohn. Beide Seiten, Frankreich und Preußen, unterhielten Heere von mehreren hunderttausend Mann und ließen sie aufeinander los, als Kaiser Napoleon III. Dem Preußen den Krieg erklärte. Er hatte innenpolitisch eine großspurige Prestigepolitik betrieben, die eine Kriegserklärung zur Gesichtswahrung nötig machte. Und damit ging er in die von Preußen gestellte Falle. Napoleon hätte nicht damit gerechnet, dass sich die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen dem Preußen anschließen würden. Frankreich verlor. Napoleon III. Wurde gefangen genommen und Paris kapitulierte am 28. Januar 1871. Noch während der Krieg in Frankreich tobte und Paris belagert wurde, riefen wir am 18. Januar 1871 unseren König Wilhelm zum Kaiser von Deutschland aus, im Spiegelsaal von Versailles. Er nahm den Titel widerwillig an, nach reichlicher Überzeugungsarbeit durch Otto von Bismarck, der bis dahin Ministerpräsident von Preußen war und durch die Kaiserproklamation zum ersten deutschen Reichskanzler wurde. Selbst Wilhelm I. sagte, Bismarck sei der wichtigste Mann in diesem neuen Staatsgebilde, das von der Memel im Osten bis zum Elsass im Westen reichte. Der erste einheitliche Nationalstaat aller Deutschen. Und wer das sagen? Na? Wir Preußen! Am 18. Januar 1871 wird der preußische König zum deutschen Kaiser proklamiert. Na dann, Prost! Prost! Ah, nächstes Bier bitte, Madame! Fühlt sich so auf, als gehört ihm die Welt, der Junge. Dabei war es gar nicht sicher, dass Preußen irgendwann mal so groß werden würde, wie es heute ist. Hätte auch mächtig schief gehen können. Bitteschön. Danke. Wie so viele Männer unserer Gegend ist auch mein Mann für ein Land gestorben, das lange Zeit nur ein Flickenteppich war, der kaum bis hierher reichte. Bis vor ein paar Jahrzehnten gehörten den Preußen nur wenige Territorien hier in Westfalen. Dann kam der Wiener Kongress.
Damals war es noch Napoleon I., der nach dem Verlust seiner Armee in Russland 1813-14 geschlagen werden konnte. Im Wiener Kongress setzten sich die Sieger zusammen und teilten Europa neu auf. Im Jahr 1815 war es, da ganz Westfalen Teil des preußischen Staates wurde. Gewiss, manche westfälische Region waren glücklich damit. In Minden, Ravensberg oder der Grafschaft Mark etwa, wo man aufgrund von Erbschaften und Adelshochzeiten schon lange unter preußischer Ordnung stand. Andere Westfalen fühlten sich als Beutepreußen, ohne Wahl an die neuen Herren abgetreten. Dass sie anders gestrickt waren, die Preußen, das zeigte sich gleich von Beginn. Nicht zuletzt bei der Religion. Besonders für die katholische Bevölkerung war es ein Graus, wenn nicht gar eine Sünde, sich von Protestanten beherrschen zu lassen. Zugegeben, die neue Ordnungsmacht brachte frischen Wind nach Westfalen. Der Ausbau von Verkehrswegen und die Industrialisierung wurden vorangetrieben. Auch baute Preußen die Stadt Minden nach 1815 zur modernen Festung aus. Mit Anschluss an die Eisenbahn wurde Minden sogar Eisenbahnfestung mit dem Bahnhofsareal als eigenständigem Festungsbereich. Doch der Versuch, Westfalen einheitlich unter das preußische Verwaltungssystem zu bringen, misslang. Die Provinz Westfalen war eben zu keiner Zeit eine so einheitliche Gesellschaft, wie die Preußen es sich gewünscht hätten. Furchtbar, so ein Kuddelmuddel. Recht und Ordnung müssen sein. Und Disziplin. Ja, sonst entsteht da keine Einheit. Das lernt man bei uns von der Pik auf. Oh, mit Sicherheit. Recht, Ordnung, Disziplin. Ja. Als ob das alles ist. Mhm. Ja. Unter uns. Das mag, ja. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Preußen heute so eine marschfreudige Kriegertruppe sind. Ja, aber das ist eine andere Geschichte.